Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu The Evil Within 2. Leute, und wir sind stehen geblieben bei der guten Pandoria, die Stimme von Pandoria zumindest. Sehr verängstigt das Mädchen. Wir wollten endlich wieder zurückgehen und zwar in Richtung nach Hause. Da, wo der Safe Room ist. Wir haben aus Versehen 3 Spritzen verbraucht letztes Mal in der Folge. War alles sehr doof. Ja. Aber wenn ich Lilly finde, wäre das für alle hier das Beste. Das wäre für alle das Beste, ich weiß. Da oben ist auch noch ein Lichtlein an in dem Raum. Machen wir aber, da waren wir eigentlich auch schon mal drin. Wir verfolgen erstmal jetzt, ich meine, wir wollten eigentlich nur nach Hause und hatten da schon wieder ein anderes Ziel. Die respawnen aber auch die ganze Zeit, kann das sein irgendwie? Ist immer wieder neue irgendwo spawnen. Finde ich nicht cool, Leute. Finde ich gar nicht groovy. Wir machen das so, dass wir uns daran vorbeischleichen. Dachte ich zumindest. Doch dann war einmal da wieder ein Typi. Ach nee. Okay, wir können aber da reingehen, ne? Ah, da ist noch ein bisschen Glibber. Da sind bestimmt mehrere, oder? Aber die anderen sind, glaube ich, da eher rechts. Glaube ich. Ich will nur mal nach Hause. Wir haben 13.000 Gel. Alter, wir haben zu viel Gel in den Haaren. Den Witz werde ich übrigens die ganze Zeit machen. Den werde ich niemals mehr irgendwie... Ach, guck mal, hier sind wir jetzt. Ach so. Das war der Typi. Ah, alles klar. Lass ich euch sehr gerne mal mit hier. Kostenlos. Aha. Aha. Ich weiß, da oben ist auch eine Troller. Ich sehe es, aber ich hoffe, dass die da von da nicht wegkommen wird. Guck nach links, nach rechts, überall hin. Super. Und ich hole mal eben schnell. Das Problem ist halt, ich habe das Gefühl, es würden immer wieder mal neue spawnen. Ich würde mich freuen, wenn Tote mal tot bleiben. Heißt nicht umsonst tot. Aber jetzt können wir, glaube ich, hier langlaufen. Aber wir dürfen halt nicht sprinten. Sobald wir sprinten, kann es sein, dass wir irgendwie neue Gegner treffen hier in der Nähe. Hier waren wir aber auch schon mal drin. Das war das Räumchen, wo der Typ aufgewacht ist. Alter, okay, dann gehen wir mal irgendwie da lang. Hulala. Und hier kommen wir doch nach Hause, oder? Ich meine, hier geht der Weg zurück. Ja, hier sind wir, glaube ich, richtig. Oder? Nee, da sind wir richtig. Hä? 23? Und da rein, okay. Ach, Signale. Ja, wir gucken nochmal kurz. Aber müssen alles die Abtrünnigen sein. Genau. Habe ich gewusst. Alles klärchen, wir können nach Hause gehen. Ach, wir wollten ja hier reingehen nochmal. Ach ja, stimmt. Ah, dann gehen wir mal kurz nochmal hier rein, Leute. Bevor wir nach Hause gehen. Hallo? Vielleicht haben wir jetzt hier hinten auch die Öffnung zum, ne, und so. Hier ist aber dunkel. Ja, jetzt kommen wir hinten durch, Leute. Ist das nicht gerichtet? Don't go. Okay, dann gehen wir halt wieder. Wenn es mir den Hinweis gibt, dann gehen wir auch wieder. Nee, dann gehen wir erstmal kurz nach Hause und machen uns mal kurz ein bisschen fresh. Wir holen uns mal ein paar Spritzen ab. Wir machen dies und das. Wir müssen halt mal ein bisschen was jetzt auch mal für uns an uns denken, Leute. Wir müssen auch mal an uns denken. Und nicht immer nur an alle anderen Leute. Das ist ja Quatsch. So, alles klar. Wir gehen da mal rein hier. Und ich kann nur hoffen, dass wir jetzt mit 13.000 Gel einiges machen können. Wir gehen erstmal kurz hier zu dem hin und essen mal kurz, trinken mal kurz einen Kaffee. Ist aber schon so alt, wenn wir wahrscheinlich auch schon essen können, dass der irgendwie hart geworden ist. Zumindest die Milch da drin oder so. Mm, lecker, lecker, lecker. Ach so, der grüne Balken zeigt an, wie lange es dauert noch. Ah, Dom ist clever. Oder? Ist Dom so clever? Jetzt müsste es hoffentlich rot werden, oder?
Ja, das hat gut, der Kaffee hier, ne? Hallo? Ah, guck mal. Ja, ein Strich. Ah, können wir mit dem reden? Also. Nee, also, tschüss. So, aber hier können wir was Neues, Tolles machen. Und zwar Sachen herstellen. Wir können Schrotmunition machen. Machen wir auch mal. Wir haben 44, machen wir für 20, machen wir mal hier. Alles klar. Dann machen wir nochmal hier ein bisschen was von. Und zwar 10 Stück oder so. Und dann machen wir noch irgendwie Explosivbolzen, Harpunenbolzen. Ja, können wir auch nochmal ganz gerne welche machen. 3 Stück. Super, 5 von 5 haben wir da gerade. Alles gut. Da hatten wir auch was. Schockbolzen. Machen wir mal so. Und dann vielleicht nochmal, ja, noch ein bisschen der Munition hier. Alles klärchen. So. Dann spritzen. Ja, können wir nur eine machen. Scheiße, ey. Da haben wir so viel verbraucht. Das war alles kacke hier. Ach nö. Und mal kurz bei der Waffenherstellung mal gucken, was wir Neues machen können. Ah gut, die Handfeuerwaffe zählt also auch die anderen beiden Handfeuerwaffen. Das ist super. Was haben wir denn hier noch Schönes? Feuerkraft haben wir hier. Wir haben gar nicht so viele Waffenteile, ne? 150 nur. Ach, wir müssen Stufe 2 machen. Hochwertiges. Das können wir noch nicht machen aktuell. Hier könnten wir hochgehen auf... Ach so, die Feuerkraft. Ja, mehr Schaden ist immer super, Leute. Können aber auch... Ja, da haben wir echt zu wenig, um fast schon, um ehrlich zu sein. Das können wir nicht machen. Und den Rest können wir auch alles noch nicht machen. Nachladegeschwindigkeit, ja, können wir ein bisschen erhöhen. Und vielleicht auch mal hier... So, die Feuerrate, machen wir ein bisschen erstmal... Gehen wir auf die Waffen erstmal, auf die üblichen, die guten deutschen Waffen. Auf die gehen wir zuerst und dann gehen wir mal irgendwann in Richtung Armbrust und so. Erstmal die guten deutschen Waffen hier. Deutschland. Okay, super. Wir gehen mal rein hier. Also Fußballverein Deutschland, nichts anderes Deutschlandmäßiges. Ich will euch dann nicht irgendwie in eine Richtung triezen, ne, und so. Okay, wir haben neue Dias gefunden. Cameron Diaz. Aha, ist auch schon alter. Ich werde die Witze jetzt offen machen. Cameron Diaz und Gel für die Haare. So, ja, miau, miau, du mal. Ich weiß, du hast kein Essen bekommen seit langer Zeit. Hier haben wir was Neues bekommen. Das da. Und zwar mit Kidman, hey, reden. Kidman. Was kann ich für dich tun, Sebastian? Beacon. Beacon. Mein Leben geriet schon vor diesem Albtraum außer Kontrolle. Aber in Ruviks Kopf zu stecken, das hat mich verändert. Sie sagten, ich hätte mir alles nur eingebildet. Aber ich hätte mir das alles nicht erträumen können. Du brauchst mich nicht zu erinnern. Ich war auch da. Ja. Deine Leute bei Mobius hatten keine Skrupel, dich in Gefahr zu bringen, oder? Vielleicht. Aber wäre ich nicht da gewesen, wären wir wohl nicht rausgekommen. Manchmal frage ich mich, ob ich wirklich rausgekommen bin. Und jetzt bin ich in einem anderen Stem. Und ich bin immer noch da. Wir kommen hier lebend raus. So wie das letzte Mal. Ich hoffe, dass du recht behältst. Ach ja, bestimmt. Stell mir gerade vor, der Anfang war so komisch. Du rufst jemanden an, einfach nur Beacon oder Bacon. Pause. Das ist eine Sache, die werde ich nie vergessen. Boah. Okay, weiter geht's. Kein Frieden für die Ruchlosen. Was gibt's? Ich kann nicht glauben, dass Lily noch lebt. Das Feuer. Lily ist nicht im Feuer gestorben. Das weißt du jetzt. Sag das meinem Hirn. Und den Albträumen, die mich seit Jahren heimsuchen. Warum sie? Es gibt so viele kleine Mädchen auf der Welt. Warum meins? Ich weiß es nicht, Sebastian. Mobius hat Lily entführt, lange bevor ich dabei war. Ich weiß, du glaubst nicht an Zufälle. Aber vielleicht siehst du ein Muster, weil du es willst. Weißt du, manche Verbrechen passieren einfach. Ohne wirklichen Grund. Sie war einfach zur falschen Zeit, am falschen Ort. Nein. Ja. Das kann ich nicht glauben. Wie auch immer. Das Feuer ist eine Erinnerung, die du beseitigen musst, Sebastian. Es war nicht deine Schuld, dass es dazu kam. Und du hast Lily nicht deswegen verloren. Vergiss das nicht. Es war natürlich nicht meine Schuld. Zu deiner Schuld, du dumme Truller. Okay, super. Das haben wir fertig. Dann gehen wir mal... ja. Ach so, da haben wir Free-Sachen, oder? Kätzchen. Ah, ach so, ein Dia gibt uns ein Gel, oder wie? Ah, 15.000 Gel. Wir werden jetzt so einen auf die Pauke, Hauke schlagen. Der Hauke, Alter. So, und zwar rein hier mit 15.000 Gel, Alter. Boah, erstmal hier ordentlich scheffeln. So. Und wir haben noch einen Schlüssel. Und ich weiß auch noch, wo ein anderer ist. Ich weiß, ich muss den auch noch holen. Nach der Folge mache ich es hoffentlich dann. Dann geht die Folge... Ah, na, schafft man, glaube ich, nicht.
Ja, ich würde ganz gerne hier mal rangehen. Dankeschön. Und zwar machen wir mal... Boah, ich nehme Tor 2. Ja, 3 Schrotmunition ist doch super. Dann mal ein bisschen hier unseren Baum weiterentwickeln. Alles klar, so Gesundheit, Kampf. Ich gehe mal ein bisschen auf Kampf. Nee, ich gehe mal auf List noch ein bisschen, glaube ich. Was haben wir denn hier? Kosten 5000? Flaschenbrecher. Flaschen in deinem Inventar werden automatisch benutzt, damit du dich aus der Umklammerung eines Gegners lösen kannst. Ah, das ist erstmal nicht so wichtig, meiner Meinung nach. Das haben wir schon, ne? Gekauft, super. Wir machen weniger, ne, und so. Ah, hinter, das ist, glaube ich, ganz super, da oben, das da. Du kannst Angriff, also Deckung, um eine Ecke herumführen. Boah, das ist super, das hole ich mir auf jeden Fall. Das kann extrem wichtig werden. Ja, wir sind auf Dingens und dann machen wir das so. Boah, das ist mega gut. Und hierfür bräuchten wir, da unten haben wir noch was, und zwar... Du bewegst dich schneller in gedrückter Haltung. Ist auch wichtig. Nehmen wir auch 4000. Okay, wir machen vielleicht doch... ist ein bisschen viel. Ja, wir haben... Ich weiß. Wir machen gerade ein bisschen viel im Schleichen. Ja, das ist nicht so wichtig. Heilung müssten wir mal vielleicht reingehen. Und zwar... der Organismus wird schneller bei Heilung kurz vor dem Tod. Okay, super. Oder aber... Boah, ich komme ja nicht drauf, wo ich drauf will, ne? Oder aber wir machen die 4000 mehr Gesundheit, wenn du Heilgegenstände benutzt. Ja, okay. Ist auch okay, aber noch nicht, glaube ich, so wichtig wie unter anderem das hier. Und zwar steigert unser... Hallo. So. Ja, komm, wir machen mal maximale Anzeige noch ein bisschen krasser. Und wir gehen auf Athletics. Athletic, oder? Gehen wir noch hier? Trotz des sozialen Zuges, dass du sterben würdest, beißt du die Zellen zusammen und bleibst du jetzt mit einer Gegenmenge. Ah, okay. Das ist auch nicht so scheiße, um ehrlich zu sein. Aber es kostet alles zu viel. Wir gehen mal kurz auf Athletic. Athletic. Relation der Ausdauer beschleunigt. Super. Was haben wir hier? Reflexe. Ein Angriff, um auszuweichen, der dich verletzt hätte. Nicht bei allen Angriffen. Ja gut, aber je mehr wir haben, irgendwann desto besser, ne? Maximum an Ausdauer. Okay, super. Oder wir gehen mal auf Kampf. Da haben wir noch nichts Wirkliches gemacht, oder? Oder doch. Schläger. Nahkampf. Was haben wir hier? Aber wir können hier zum Beispiel auch ein gutes Skillverbesserung freischalten, ne? Oder aber wir gehen hier mal hin. Und was haben wir hier? Das Wackeln. Ja, das nehme ich sehr gerne mit. Weniger Wackeln ist super, Leute. Und 3000 haben wir nicht mehr. Ja, das war's schon. Und mit dir können wir nicht reden, oder? Wie soll ich diese Nägel je fertig kriegen, wenn sie ständig meine Maniküre unterbrechen? Ich weiß nicht. Warum die mit ihren komischen Nägeln? Ich weiß es noch nicht genau, was es alles auf sich hat hier. Okay, wir gehen mal kurz rein hier in die Stube. Speichern mal kurz ab. Dann haben wir alles geschafft hier drin. Haben volle Energie. Wo war nochmal der Speicherpunkt? Ach, da können wir auch nochmal reingehen, ne? Ja, schön erstmal auftreten. Der ist nämlich zum Beispiel tot, ne? Jetzt genau, der ist tot. Front zu kämpfen ist gefährlich. Ja, denn du bist tot. Die anderen haben wir noch nicht gefunden bis jetzt. Da war auch nichts mehr. Dort ist drin dran drauf. Geh wieder raus. Und dann müssen wir eigentlich nur noch wieder in den Spiegel reingucken. Ja! Ah, da können wir speichern. Genau, da war das doch. Ich speichere mal kurz ab hier. Super. Und machen mal einen neuen Speicherplatz. Ja, komm. Am 21.10. um kurz vor 11, Leute. So. Rein da. Ja. So. Ich entschuldige die Unannehmlichkeiten. Wir gehen jetzt weiter raus. Okay, super. Und jetzt müssen wir... Ja, spüre den Ursprung der Stimme auf. Ja, ich weiß es doch. Aber wir müssen auch noch andere Sachen machen. Und andere müssen wir ins Besucherzentrum reingehen. Da vorne ist es nämlich auch schon. Und haben da nochmal... Oh, da ist was auf dem Boden. Hallo, was ist denn da auf dem Boden? Auf dem Boden der Tatsachen finden wir mal wieder ein bisschen was zu mitnehmen. Schießpulver. Ja, ja. Ab zum Besucherzentrum. Los. So, wir haben jetzt dafür viel Munition für die Waffe. Ich wechsle mal. Ich muss mal kurz das da unter anderem nach unten packen. Dankeschön. Waffe bleibt oben. Wir wechseln mal kurz den Waffentyp auf diese Waffe hier und packen die uns mal oben rein. Okay, wir nehmen mal die Waffe. Einfach nur, weil wir es können, Leute. Und dann ab rein hier. Ich habe ein bisschen Angst hier. Meine Nase juckt auch so ein bisschen.
Hallo? Aber wir können jetzt Angriffe um die Ecke tätigen. Ist auch mega gut. Und wir sind schneller im Schleichen und so. Also eigentlich alles geil. Hallo? Oh nein, da haben wir den nächsten Toten. Diese Handschrift. Er schon wieder. Ja. Ich bring dich hier raus. Hey, Mann. Lassen Sie mich einfach gehen. Ich kann Sie in Sicherheit bringen. Sie haben Vorräte. Kommen Sie einfach mit. Ich bring Sie hier raus. Sicherheit? Was ist daran so interessant? Warum sollte ich hier weg wollen? Dieser Ort ist noch nicht vollendet, aber bald wird er perfekt sein. Ich brauche nur meine Muse und ihr Blut. Blut? Was zur Hölle stimmt nicht mit Ihnen? Nicht bewegen. Oh Scheiße! Oh Scheiße! Hilfe! Hilf mir denn keiner! Nicht bewegen, habe ich gesagt. Ich würde ja, aber ich darf nicht. Zeit für ein neues Werk. Der Künstler, Leute. Das ist der Künstler. Ja, das ist Kunst. Noch ein Kommunikator. Muss Ryan gehören. Mitglieder des Mobius-Teams haben vielleicht was Nützliches dabei. Dann hören wir da mal Ryan, Leute. Haha. Turner, ich habe meinen Kommunikator so umgebaut, dass er Signale von Einheitszerebralchips empfängt. Ich konnte die Standorte der verbleibenden Mitglieder des Sicherheitsteams oder was von ihnen übrig ist, in Erfahrung bringen. Sie haben bestimmte Vorräte dabei, mit denen sie ja jetzt eh nichts mehr anfangen können. Diese ganzen Chips, die auch tote Gehirne senden. Toten Gehirne senden. Okay, alles klar. Also, Orte, an denen wurden auf der Karte hinzugefügt. Super, haben wir also jetzt Orte gefunden, wo Leute gestorben sind. Ja, okay. Super. Total Mobius Operator, Schrotmunition. Also haben wir ein paar mehr Orte jetzt gefunden. Ist ja ganz super. Finde ich ganz schick. Können wir mal machen. Aber das war doch noch nicht alles hier, oder? Ja, ja, hier geht's wieder schön rein. Musik, alles toll. Aber ich glaube, hier muss noch irgendwas passieren, oder? Das war noch bei weitem nicht alles. Ja. Verdammt, wo ist der hin? Das nächste Foto da geschossen. Das ist also der komische Typ. Da haben wir da hinten irgendwas? Eine Tür nur. Hallo? Wieder in diesem komischen Hotel sind wir jetzt gerade hier. Oh nee, komm, das Vieh gleich wieder dieses große Vieh da. Die ganzen Augen auch in der Wand. Was ist denn das hier? Oh no, da ist doch das dreiköpfige Vieh gewesen. Jetzt. Oh nee. Oh nee, Leute. Oh nee. Ich will das hier alles gar nicht mehr. Oh scheiße, ey. Okay. Ah, ein PC. Bluescreen, ja toll. Wenn man einen PC mal einmal braucht, ne? Hallo? Was ist mit dir? Verfolgst du mich? Nee, es dreht sich einfach nur. Okay, alles super. Du bist auch tot? Die sind alle tot. Und wir kommen weiter dahinter. Jetzt, sieht man ja auch schon. Aber nicht gut versteckt, lieber Kollege hier. Hättest du mal hier das Licht ausgemacht, das von draußen kommt. Hättest du mal die Sonne ausgemacht. Kannst du doch bestimmt. Aber hier ist echt nichts mehr drin gewesen, was man benutzen könnte. Also irgendwie fehlt mir noch irgendwas Aufsammelbares. Klar, wir könnten die ja nochmal erledigen, aber ich glaube, das macht auch nichts mehr irgendwie. Nö. Okay, ich war gar nicht nah, was es hier ist. Ich will es gar nicht wissen. Hier haben wir eine Tür und draußen ist alles hell. Wir sind auch ganz helle Leute. Ah, sind draußen jetzt wieder, alles klar. Verrückt. Ah, ja, ja, ja. Selbst für diesen Ort. O'Neils Unterschlupf ist gleich hier. Da kann ich ihm die schlechten Nachrichten auch persönlich überbringen. Ja, gut. Hätten wir auch eben machen können. Ich wusste es ja vorher nicht, Leute. Ich kann es doch nicht vorher ahnen, dass wir jetzt nochmal dahin müssen. Okay, O'Neill, ich habe was für dich. Ah, nee, O'Neill, ich habe was für dich. Eine Witze wäre halt einfach nicht besser, je später es wird. Das ist einfach zum Kotzen. Guck mal, bald ist der Kaffee auch schon fertig. Ah, geil.
O'Neill? Haben Sie sie gefunden? Ja. Sie sind tot. Alle. Aber glauben Sie mir, ohne die sind Sie besser dran. Sie hatten vor, alle hier drin zu töten. Ein Alpha-1-Notfall, was? Halte ich nicht für die schlechteste Idee. Sie sind ein echtes Arschloch, O'Neill. Wissen Sie das? Ich sehe das nur realistisch. Man kann nicht jeden retten. Ist einfach nicht möglich. Die Notfallpläne gibt es nicht ohne Grund. Hätten Sie diese kranke Maschine nicht gebaut, wären überhaupt keine Notfallpläne nötig gewesen. Vielleicht. Aber das, was Sie geschaffen haben, ist ziemlich beeindruckend. Immer noch der Firma ergeben, was? Hoffentlich macht sich Ihre Loyalität bezahlt. Denn gerade sieht es so aus, als würden Sie einen Scheiß auf Sie geben. Was meinen Sie damit? Sie haben sie doch hier reingeschickt. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht verärgern. Hier, ich habe noch weitere hergestellt. Für Ihre Mühen. Was? Oh, Waffenteile, geil. Die Abtrünnigen, Verstärkung kannst du oder so. Keine Ahnung, was es genau sein wird. Ja, wir haben wieder ein bisschen was bekommen, Leute. Ich find's cool. Ich freue mich sehr. Dennoch sehen wir uns morgen wieder. Folge ist vorbei jetzt schon. Und dann gehen wir mal weiter auf die Spur. Wir kommen langsam voran, habe ich das Gefühl. Was ich ganz schön finde. Morgen sehen wir uns wieder. Ich freue mich sehr auf euch. Euch noch einen schönen Abend. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen haben sollte. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüssikowski. Tschüss.